Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alles Lob mit Allah. Und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit seines Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Beim letzten Mal, liebe Geschwister, haben wir relativ kurz über die Verträge gesprochen oder über die Tatsache gesprochen, dass zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und also den Muslimen auf der einen Seite und den Juden und Andersgläubigen auf der anderen Seite in Medina ein Vertrag aufgesetzt worden war. Ja, der über 50 verschiedene Paragraphen beinhaltete. Wir sind die Paragraphen nicht durchgegangen, nicht, dass jemand denkt, hat was verpasst. Aber prinzipiell hat dieser Vertrag das Zusammenleben geregelt zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf der einen Seite und den Juden hauptsächlich auf der anderen Seite. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Laufe der Zeit solch eine Machtstellung gewonnen, aufgrund seiner Da'wah, weil er eben als Muslim gelebt hat und die Menschen zum Islam aufgerufen hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Stellung verliehen. Und dann war es auch sehr wichtig, sowohl für ihn, um Frieden zu bewahren, als auch für die anderen, damit sie keine Angst haben, unnötigerweise, dass man eben sich zusammensetzt an einen Tisch und die Regeln aufschreibt, damit keiner den anderen irgendwie betrügt. Wie heißt es? Von der muslimischen Seite ist das eh nicht zu erwarten, dass Muslime betrügen, aber von der anderen Seite ist es zu erwarten und der Beweis ist heute die Geschichte, die wir sehen werden. Aber von muslimischer Seite trotzdem wollte man diesen Vertrag machen, damit die anderen natürlich auch beruhigt sind. Denn das letzte Ereignis, was wir da vorher besprochen hatten, war die Schlacht von Badr. Die Schlacht von Badr, das Ergebnis war, dass viele von den Quraysh gefallen sind, 70 sagt man auf jeweils jeder eine Seite, einige Führer wie Utba und Abu Jahl sind gefallen von den Quraysh und manche sind auch gefangen genommen worden. Das heißt, es war eine unglaubliche Erniedrigung und das hat richtig den Juden Angst gemacht in Medina, weil sie gesehen haben, dass diese kleine Gruppe von Muslimen, die gerade erst ausgewandert war von Makkah nach Medina, jetzt plötzlich gegen die Führer von Quraysh angekommen ist und siegreich sogar gewesen ist. Insofern hatten die Juden, haben sie Angst bekommen, langsam Angst bekommen. Was wir jetzt erleben werden, ist der erste Vertragsbruch seitens der Juden, im Speziellen die Banu Qaynuqa. Wir haben schon mal sicherlich gesagt, dass die Juden von Medina waren drei Stämme. Einmal Banu Qurayza, dann zweitens Banu Nadir und Banu Qaynuqa. Und das ist die dritte Gruppe und das ist die erste, von der wir jetzt reden werden. Sie waren sozusagen, die Juden in Medina haben sich leider nicht an den Vertrag mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehalten. Sehr schnell haben sie diesen Vertrag gebrochen und sind gegen die Regeln vorgegangen, auf die man sich vorher geeinigt hat. Und das war dann der Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gesagt hat, ihr verlasst ab jetzt Medina. Ihr verlasst Al-Medina. Die ersten waren die Banu Qaynuqa. Die Historiker sind sich darüber einig, dass das Vertreiben der Banu Qaynuqa stattgefunden hat nach der großen Schlacht von Badr. Aber wir werden sehen, dass das, was wir unter Vertreiben verstehen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist etwas ganz anderes als das, was heutzutage gemacht wird im Namen von Völkerwanderung oder Umstrukturierung oder teilweise, klar, eine ethnische Säuberungen, die stattfinden. Und eines der bekanntesten Beispiele ist natürlich Philistin, zweifellos. Nicht das Einzige, aber das, was die Muslime sicherlich am meisten trifft und schon, was es vielleicht am längsten andauert, 60 Jahre. Der Grund, warum die Muslime gegen die Banu Qaynuqa vorgegangen sind, ist der Hass und der Neid, den die Juden den Muslimen leider entgegengebracht haben. Nachdem sie zusammen in Frieden und Ruhe gelebt haben,
haben die Juden gesehen, dass der Prophet a.s.w. gegen die Quraysh vorgegangen ist und gegen sie siegreich gewesen ist. Und das hat sie dazu gebracht, zornig zu werden. Und dieser Zorn, den haben sie nicht mehr gebändigt, sondern sie haben sie auch nach außen hin getragen. Sie haben also auch nach außen hin gezeigt, wie sie dem Islam mit dem Propheten a.s.w. gegenüber feindselig gesinnt sind. Und eine Überlieferung besagt, dass der Tropfen auf dem I-Punkt, also nicht, dass man denkt, dass das der einzige Grund ist, warum die Banu Qaynuqa vertrieben worden sind, sondern das ist sozusagen das, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und zwar gibt es in einer Überlieferung, die allerdings umstritten ist, dass eine Frau auf dem Markt in der Banu Qaynuqa saß. Und als sie saß, hat ein Teil ihres Khimar, der Khimar, liebe Geschwister, ist derjenige Teil des Hijab, der ihren Kopf bedeckt. Aber natürlich, die Frauen damals haben nicht ihren Kopf bedeckt, nur einmal so ein Tuch um den Kopf, sondern das war ein langes Tuch, das auch nach unten gegangen ist. Denn die Frau wollte von Kopf bis Fuß verdeckt sein. Insofern ging das Tuch von oben weit nach unten, könnt ihr euch vorstellen, besonders jetzt hinten, und sie saß, und dann hat ein Jude ist von hinten gekommen, von den Banu Qaynuqa, und hat dieses Tuch festgemacht an der Stelle, wo sie gesessen ist. Als sie dann aufgestanden ist, ist natürlicherweise was passiert? Der Khimar ist runtergefallen, ist runtergerissen und man konnte ihre Aura sehen. Ihre Aura, Aura ist alles, Aura bezeichnet man als alles, was vom Körper nur der eigene Mann eigentlich sehen darf und je nach Aura-Gebiet auch nur was ist, eine Frau oder enge Verwandte, wie der Bruder und wie das Kind und wie die Schwester und so. Auf jeden Fall konnte man dann einen Teil ihrer Aura sehen. Daraufhin sind einige Muslime aufgrund ihres Zornes aufgestanden und haben den Juden getötet. Im Gegenzug sind dann manche Juden gekommen von dem Getöteten und haben den Muslim getötet. Wunderbar. Das war, wie gesagt, als das geschehen war, war klar, dass der Hass den Muslimen gegenüber so groß war, dass ein Zusammenleben mit den Juden in Medina, mit diesen Juden in Medina nicht mehr möglich war. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam nicht alle über einen Kamm geschoren, sagt man, sondern er hat nur dieses eine Volk oder diese eine Volksgruppe vertrieben und hat zu ihnen gesagt, dass sie Medina bitte verlassen sollen. Es gab also keine ethnische Säuberung deswegen gleich, sondern man hat sich geeinigt, dass sie eben sofort Medina verlassen sollen. Aber wie ist das natürlich passiert? Es ist ja nicht so gewesen, dass der Prophet ihnen gesagt hat, sallallahu alaihi wa sallam, geht, und dann wären sie gegangen. Sondern die waren ja schon da, schon seit ziemlich langer Zeit in dieser Stadt. Aber worauf man hier hinweisen muss, der Grund war also nicht, dass sie den Islam nicht angenommen haben, sondern sie hatten ja schon den Vertrag aufgesetzt, dass man zusammen leben kann und dass sie ihre Religion behalten dürfen. Aber der wirkliche Grund ist, dass die Sicherheit in Medina nicht mehr gewährleistet war. Die Sicherheit war nicht mehr gewährleistet, weil sie ihren Hass und ihre Feindseligkeit nach außen gezeigt haben zu den Muslimen. Und deswegen war der Prophet a.s.w. die Muslime überzeugt, dass damit es ein weiteres friedliches Zusammenleben geben kann mit den anderen jüdischen Gruppen, müssen wir ihnen sagen, dass sie bitte Medina verlassen sollen. So. Die Banu Qaynuqa waren verbündet mit Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, das ist der Heuchler schlechthin gewesen, der nach außen hin vorgegeben hat, Muslim zu sein, aber er war trotzdem mit den anderen verbündet.
Die Juden, sie waren vom Beruf her, viele waren von ihnen damals Schmiede gewesen. Als dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegen sie vorgehen wollte, das heißt, als er die Gläubigen versammelt hat, bewaffnet, um dorthin zu gehen, nicht um sie zu töten, sondern zu ihnen zu sagen, ihr müsst die Stadt verlassen, damit, falls sie jetzt angreifen, sich wehren, hat der Prophet alaihi salatu wasalam Abu Lubaba ibn Abd al-Munzir als Statthalter in Medina eingesetzt, um zu dem, was ist, also es waren alles Ortschaften außenrum, also es war nicht eine große Stadt, wo alle sich befunden haben, sondern es war Medina und dann Banu Qaynuqa irgendwo außerhalb. Auf jeden Fall hat er diesen Sahabi eingesetzt als Statthalter, und dann heißt es in einer Überlieferung, diese Überlieferung, die ich jetzt im Detail nenne, sie ist eine historisch relevante Überlieferung. Wenn man das jetzt streng nimmt nach den Gesetzen der Hadithwissenschaft, ist sie unauthentisch, aber für die Historiker ist sie relevant. Für die Historiker ist sie relevant. Und bei den Überlieferungen, wenn es um geschichtliche Ereignisse geht und nicht um Halal und Haram, dann sind die Gelehrten nicht so streng. Weil das ist die Vorgehensweise der Historiker allgemein gewesen. Und auch findet man das in der westlichen Literatur, also allgemein, wenn du jetzt ein Deutschbuch liest über die Geschichte vom Mittelalter und weiß nicht was, also da gibt es viele Sachen, die dort erzählt werden, die, wenn man sie nach den Regeln der Hadithwissenschaft untersuchen würde, hätten sie gar keinen Wert, aber man nimmt sie trotzdem auf, weil das ist das Authentischste, was man auf diesem Gebiet zu finden kann. Wie dem auch sei, dann hatte diese kleine Kompanie oder Armee der Muslime, die hatten auch eine Fahne gehabt, von weißer Farbe, Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiallahu anhu, er durfte sie tragen. Auch ein Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wie Abu Lahab, wie wir heute das gehört haben. Und sie haben die Banu Qaynuqa 15 Tage lang umzingelt, bis der Monat Dhul-Qi'da eingetroffen ist. Und dann war das für sie also nicht mehr aushaltbar. Na, weil irgendwann mal nach Umzingelung geht dein Essen aus, dein Trinken aus, dein Wasser aus, irgendwas brauchst du. Dann haben sie sich geeinigt, okay, wir akzeptieren den Rechtsspruch des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und er lautete, dass alles, was sie besitzen, auf die Muslime zurückgeht. Das heißt, der Besitz, Gold, Silber und weiß nicht was, das gehört den Muslimen, und die Frauen und die Kinder dürfen die Juden behalten. Ja? Die Frauen und die Kinder dürfen die behalten. Also es hat kein Krieg stattgefunden, wodurch versklavt worden ist, sondern sie durften das behalten. Warum? Weil den Muslimen, wenn sie wollten, hätten sie gegen sie gekämpft. Und sie hätten sie als Kriegsgefangene genommen. Das wäre keine Sache gewesen. Aber die Muslime wollten solchen Konflikten möglichst aus dem Weg gehen. Da hat er sie angeordnet, dass sie aus Medina weggehen, und hat damit Ubadah ibn Samit radiallahu ta'ala anhu beauftragt, dass er das machen sollte. Muhammad ibn Maslama al-Ansari radiallahu ta'ala anhu, er wurde damit beauftragt, das Vermögen der Bani Qaynuqa einzusammeln und es zwischen den Sahaba zu verteilen, nachdem sie zuvor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sein ihm zustehendes Fünftel gegeben hatten, wie Allah im Koran zu den Anfal gesagt hat. Gut, in Al-Quran al-Karim gibt es zwei, drei Verse, in denen nach manchen Ulama einen Hinweis gibt oder die Thematik von den Banu Qaynuqa angesprochen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. Sagt zu denjenigen, die ungläubig sind, manche Tafsir-Gelehrten sagen, damit sind die Banu Qaynuqa gemeint, ihr werdet besiegt und zur Hölle zusammengetrieben werden. Eine schlimme Lagerstadt. In der zweiten Ayah, auf das war die Seite 151, Surat Al-Imran, Vers 12, und auch auf der Seite 117, in Surat Al-Ma'idah, Surat Nummer 5, in der Ayah 51, Allah sagte: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. O die ihr glaubt, nehmt nicht die Juden und die Christen zu Schutzherren. Sie sind einer des anderen Schutzherren.
Und wer von euch die zu Schutzherrn nimmt, der gehört zu ihnen. Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht schlecht. Diese Überlieferung sagt aus, dass es um Abdullah ibn Ubay geht. Der Jude, von dem ich, der Heuchler, von dem ich vorhin gesprochen hatte. Und zwar war er ein Verbündeter der Banu Qaynuqa. Aber auch Ubada ibn Samit radiallahu ta'ala anhu war ein Verbündeter der Qaynuqa. Der gleichen Sinn. Doch wie hat der eine gehandelt und wie hat der andere gehandelt? Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam von dieser Aya erfahren hat, Entschuldigung, als Ubada ibn Samit von dieser Aya erfahren hat, wo dir glaubt, nimmt nicht die Juden die Christen zu Schutzherren, hat er sich sofort ihnen entsagt und losgesprochen. Und hat gesagt, O Gesandter Allahs, ich habe sehr viele Verbündete bei den Juden. Also bei den Juden allgemein. Er hat es nicht gesagt, bei den Qaynuqa. Und ich sage mich vor Allah und seinem Gesandten davor los, die Juden zu Schutzherren zu nehmen. Und ab jetzt nehme ich nur Allah und seinen Gesandten zu Schutzherren. Zum Schutzherrn. Und diese Überlieferung ist auch umstritten und deswegen habe ich gesagt, es wird gesagt, dass diese Aya davon handelt. Allerdings behandeln wir diese Aya allgemein und sie beziehen sich auf alle Menschen, sei es Abdullah ibn Ubay ibn Salul, als auch andere. Also ich will nur damit sagen, es gibt einen Grundsatz im Tafsir, der lautet, sinngemäß, wenn eine Aya im Koran herabgesandt worden ist, in Bezug auf eine ganz bestimmte Person, dann gilt diese Aya grundsätzlich nicht nur für diese ganz bestimmte Person, sondern sie gilt für jeden Menschen, der so handelt, wie diese Person gehandelt hat. Insofern frage ich, ist es jetzt noch sehr wichtig zu wissen, weswegen oder wegen welcher Person die Aya herabgesandt worden ist? Ja oder nein? Nein, natürlich nicht mehr. Was doch vollkommen egal ist, ob es um Abdullah ibn Ubay ibn Salul geht und Ubad ibn Samit oder ob um Hamza und Ali, ist doch vollkommen egal, wen es geht. Ja? Natürlich, zweifellos, sehr, sehr oft helfen uns diese Überlieferungen weiter, die Aya besser zu verstehen. Aber nicht, dass man denkt, ja, jetzt wissen wir gar nicht, worum es in der Aya geht. Nein, die Aya ist vollkommen klar. Ihr dürft die Juden Christen nicht zu Schutzherrn nehmen. Und wer sie zu Schutzherrn nimmt, der gehört zu ihnen. Ja, ob das sich jetzt auf Abdullah ibn Salul bezieht oder nicht, ist völlig egal. Weil es bezieht sich auf jeden Menschen, der so handelt, wie Allah subhanahu wa ta'ala es in dieser Aya gesagt hat. Also ich denke, dieser Punkt sollte sehr, sehr klar sein. Und aber was wir halt sehen können, ist auch wieder ein Punkt, wenn es darum geht, einem Sahabi etwas Gutes zuzuschreiben, da sind die Hadith-Gelehrten nicht so streng, wie wenn es darum geht, um Halal und Haram und Aqidah. Ja, bei Halal und Haram muss die Sache sicher sein. Da gibt es keine, also darf es kein Zweifel geben, ja, ob die Überlieferung authentisch ist. Aber wenn es hier um solche Sachen geht, wie in diesem Fall, Abdullah ibn Salul, wissen wir, dass er Heuchler war durch auch andere Überlieferungen. Aber Ubadah ibn Samit ist ein edler Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ein Überlieferer von edlen Hadithen und er hat sich verhalten, wie ein Muslim sich zu verhalten hat gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten. Und das Gegenteil davon ist eben Abdullah ibn Ubay ibn Salul, möge Allah ihm das geben, was er verdient. Ebenso wurde Ka'b ibn al-Ashraf getötet. Ka'b ibn al-Ashraf war auch einer der Juden von Medina. Die meisten Gelehrten sagen, er wurde auch nach der Schlacht von Badr getötet und vor der Schlacht von Banu Nadir. Banu Nadir ist die weitere Gruppe, über die wir sprechen werden, eine von den dreien. Die zweite oder dritte von den dreien, über die wir sprechen werden. Und die meisten Historiker sagen, dass nach der Schlacht von Banu, nach dieser Auseinandersetzung, besser gesagt, mit den Banu Qaynuqa, dieser Ka'b ibn al-Ashraf, von dem, der also in Medina gelebt hat und ein reicher Medinenser gewesen war, der sogar ein eigene Burg hat, die man bis zur heutigen Zeit noch anschauen kann in Medina, Burg mehr oder weniger, aber heute ist natürlich ein bisschen mehr zerfallen. Ka'b ibn Ashraf, sein Vater war ein Araber von Tayyip,
weil nicht alle Juden waren ursprünglich Araber, wie die anderen. Ja? Ist ja, Benu Israel sind ja keine Araber. Die Benu Israel sind die Kinder von Israel. Israel war ja der Enkel von Ibrahim, a.s.w. Von der anderen Linie, also von Jakob, der Sohn von Ishaq. Ja, und, das ist, und die andere Linie ist Ishaq, der Sohn von Ibrahim. Die andere Linie ist Ismail, Sohn von Ibrahim. Das ist die arabische Linie. Naja, wie dem auch sei, und seine Mutter war von den Banu Nadir, dieser andere jüdische Stamm. Und sein Vater hatte mit den Banu Nadir ein Bündnis, mit ihnen ein Bündnis eingegangen, hatte dann diese Frau geheiratet, Uqayla, die Tochter von Abi al-Haqiq. Wie dem auch sei, Ka'b ibn Ashraf war ein Dichter und er hatte großen Hass gegenüber dem Islam. Und es hat ihm auch zu schaffen gemacht, dass die Muslime in Badr gesiegt waren. Und er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam verspottet und hat ihn beleidigt und hat die Kuffar der Quraysh angestachelt gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er hat den Gefallenen der Götzendiener von Badr nachgeweint und hat auch die Frauen der Muslime gequält. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass er getötet werden sollte. Und deswegen wurde er getötet. Und es gab ja auch Kriegszustand, muss man wissen, zwischen ihm und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen wurde damit Muhammad ibn Maslama al-Ansari radiallahu anhu beauftragt. Und er hat sich bereit erklärt, diesen Auftrag entgegenzunehmen. Und er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gebeten, um eine List anzuwenden. Er hat den Propheten gebeten, darf ich etwas machen, was eigentlich als Betrug gilt, um ihn zu töten. Und der Prophet hat es ihm erlaubt, weil das Betrügen im Kriegsfall ist erlaubt. Ganz klar. Ja? Also du kannst deinem Feind sagen, ja, ich greife euch übermorgen an und dann greifst du ihn doch morgen an, am nächsten Tag. Ja? Und er denkt, du kommst eigentlich erst einen Tag später. Ja? Also das darf man im Krieg machen, ist kein Problem. Der Prophet hat ihm das deswegen erlaubt. Und weil er, wie gesagt, ein Kriegsgegner war. Und auch in heutiger Zeit ist das gang und gäbe, dass wenn jemand seinen Feind als Kriegsfeind bezeichnet, hat er kein Problem damit, eine Drohne zu schicken und 8 Leute auf einmal zu töten oder mehr oder weniger. Auch wenn das, also egal was für Menschen sind, solange sie als deine Feinde gelten. Auf jeden Fall ist dann Muhammad Maslama zu Ka'b ibn al-Ashraf gegangen und hat zu ihm gesagt, kannst du mir bitte Datteln ausleihen? Denn Muhammad, der verlangt von uns zu viel Abgaben und weiß nicht was, also wie Zakat und Sadaqa, weiß nicht was, und du musst mir helfen. Bitte gib mir etwas, damit ich es ihm geben kann, damit er mich in Ruhe lässt. Wollte ihm also mitteilen, als würde der Prophet s.a.w. mit ihm schlecht umgehen. Dann hat Ka'ab gesagt, kein Problem, ich gebe dir ein paar Säcke Datteln, wie du willst, aber du musst mir ein Pfand hinterlegen, entweder Frauen oder Kinder. Dann sagte Muhammad, tut mir leid, das kann ich nicht machen, weil das ist eine zu große Erniedrigung für die Frauen und die Kinder. Aber ich kann dir meine Waffen geben, die ich habe. Ich habe ein paar Waffen, kann ich dir als Pfand hinterlegen. Dann war Ka'b im Ashraf damit einverstanden. In der Nacht kam dann Muhammad in Maslama mit einem weiteren Sahabi, der hieß Abu Na'ila. Und der ist der Bruder von Ka'b. Allerdings Milchbruder. Ja? Das heißt, dann kam Abu Na'ila, der Milchbruder von Ka'b, mit Muhammad Masma, der Beauftragte, Ka'b Naschaf zu töten, und mit 3 weiteren Sahaba noch zusätzlich. Und sie haben ihn dann rausgerufen, und als er dann gekommen ist, haben sie ihn reingelegt, weil er, einen guten Geruch an sich hatte, eine Art Parfüm, und sie wollten ihn dann näher getreten, und als sie ihm näher getreten sind, haben sie ihre Schwerter rausgezogen und haben ihn kalt gemacht. Die Juden haben sich natürlich darüber beschwert, dass der Ka'b ibn Ashraf, einer ihrer edlen Männer, getötet worden war. Doch der Prophet alaihi salatu wasalam hat ihnen klar gemacht, dass das nicht grundlos gewesen ist. Und dass er die Sicherheit im Land nicht gewährleisten konnte, solange dieser Mensch lebt,
und dass er Angst hat, dass es in der Stadt Unruhen gibt und viel mehr Blut vergossen wird aufgrund von Ka'b ibn al-Ashraf. Und damit die Juden nicht das Gefühl haben, dass damit die Juden nicht Angst haben brauchen, dass es ihnen ebenfalls so ergeht, und damit sie verstehen, es geht wirklich darum, dass Ka'b ibn al-Ashraf seinen Vertrag gebrochen hat. Denn zum Vertrag gehört es natürlich, dass man keine Unruhe stiftet unter den Menschen. Hat er sie noch einmal zusammengerufen, wie es in einer Überlieferung heißt bei Sunan Abi Dawud, hat sie zusammengerufen, um noch einmal einen Vertrag aufzusetzen. Und dieser Vertrag ist offensichtlich nichts anderes als eine Betonung, dass der erste Vertrag weiterhin gilt und für sie weiterhin gilt, solange sie, sich daran halten. Aber wenn sie betrügen und hintergehen und den Vertrag brechen, so wie Ka'b ibn al-Ashraf es gemacht hat, dann dürfen sie nicht sich wundern, wenn es ihnen genauso ergehen wird wie Ka'b ibn al-Ashraf. Denn Ka'b ibn al-Ashraf, liebe Geschwister, war nicht irgendjemand, sondern war ein angesehener, gelehrter Jude. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war nicht irgendjemand, sondern war das Staatsoberhaupt der Muslime. Und deswegen, es gibt einen Unterschied, ob du den Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigst oder irgendeinen anderen Muslim beleidigst. Das hat nichts damit zu tun, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam besser darstellen möchte, sich darstellen möchte als andere. Sondern es geht darum, liebe Geschwister, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird und man das zulässt, dann alle anderen Menschen, wird das den Menschen noch viel leichter fallen, alle anderen Menschen ebenfalls zu beleidigen und sie zu verunglimpfen. Wie dem auch sei, trotz dieses Vertrages, der aufgesetzt worden war, war das, liebe Geschwister, nicht genug, und die anderen Parteien, also Banu Qaynuqa, sind jetzt weg aus Medina, und die anderen Parteien, die Banu al-Nadir und die Banu Quraidah, sie haben trotzdem ihren Hass weiterhin gezeigt, und deswegen wurden sie auch später auch aus Medina vertrieben, und das werden wir inshallah im Laufe der Sira-Geschichte sehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit, möge Allah euch belohnen für euer Zuhören, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns viele Lehren ziehen aus dem, was wir hören, denn er ist jetzt imstande und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Sallallahu alaihi wa sallam, mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, taslima kathira. Taslima kathira. Taslima kathira. Taslima kathira. Taslima kathira. Taslima kathira. Taslima kathira.